Hallo, hier ist dieser Paul mit dem Thema PyCharm Edu. In diesem Video möchte ich kurz das Programm PyCharm Edu vorstellen. PyCharm ist eine Entwicklungsumgebung für die Programmiersprache Python. Die freie Version PyCharm Edu ist Open Source und speziell für Lernende und Lehrende gedacht. Das Programm kann von dieser Homepage aus heruntergeladen werden. Einfach auf Download. Free hier unten klicken, dann anschließend auf Download das Archiv herunterladen und in ein beliebiges Verzeichnis entpacken. Ist das erledigt, kann man das Programm wie folgt starten. Einfach ein Terminal aufrufen, ins entsprechende Verzeichnis wechseln, dann noch ins Bin-Verzeichnis und pycharm.sh starten. Nein. Und nein, ich möchte keine anonymen Statistiken. Davor wird noch die Lizenz bestätigt beim ersten Starten. Dann kann man hier wählen zwischen Schüler und Lehrer. Ich bin jetzt hier mal Schüler. Und das Programm starten. Dann kann man sich einen Kurs auswählen. Mit PyCharm Edu können Kurse absolviert werden. Ein paar englischsprachige Python-Kurse stehen zur Verfügung. Des Weiteren können Kurse importiert werden. Dann klickt man hier unten drauf und importiert eine lokale Kursdatei. Und ich starte jetzt hier mal den ersten Kurs. Hat man erstmal einen Kurs gewählt, sieht man links ein Verzeichnis mit den einzelnen Lektionen. In der Mitte sind die Python-Quellcode-Dateien und rechts eine kurze Erklärung und eine Aufgabe, die es zu lösen gilt. Mit dem kleinen grünen Pfeil hier können die Python-Programme gestartet werden. Unten in der Python-Konsole sieht man anschließend das Ergebnis. Bei den Python-Programmen gibt es sogenannte Platzhalter, wo die jeweilige Lösung eingegeben wird. Mit dem kleinen grünen Häkchen hier kann man dann prüfen, ob die Aufgabe korrekt gelöst wurde. Ebenso kann man sich einen Tipp geben lassen, wenn man nicht mehr weiterkommt. Man kann die Aufgabe resetten. Und mit den Pfeilen ist es machbar, zur nächsten oder zur vorherigen Aufgabe zu wechseln. Unter anderem können nicht nur Kurse absolviert, sondern auch erstellt werden, wenn man Lehrer ist. Dazu klickt man auf Help, dann aktiviert man den Course Creator und kann jetzt hier einen Kurs selbst erstellen. Und wo wir schon mal bei Python und Lernen sind, möchte ich noch ein paar andere Lernmöglichkeiten vorstellen. Da gibt es zum Beispiel noch die Plattform Trinket.io mit einigen Python-Tutorials. Bei Codecademy existiert ebenso ein ausführlicher, langer Python-Kurs. Bei Wikibooks gibt es das deutschsprachige Buch Python unter Linux. Ein deutschsprachiges Python-Tutorial, was eigentlich auch sehr lang und ausführlich ist, wird unter readthedocs.io gehostet. Eine Übersetzung vom Englischen ins Deutsche. Und zu guter Letzt, bei OpenTechSchool ist eine deutschsprachige Programmiereinführung mit dem Turtle-Modul verfügbar. Das war dieser Power for Home Screencast. Ciao und viel Glück!